Hallo, guten Abend. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber es ist fast schon Wochenende. Für mich ein ziemlich langes Wochenende, weil ich nämlich danach auch gleich 1,5 Wochen Urlaub habe. Diablo 4 Urlaub. Oder falls Diablo 4 doof ist, irgendein anderer Urlaub. Wird sich dann zeigen. Ich drücke hier mal, ne? Und da stehen wir. Im Adventure Donnerstag. Und wir spielen gerade Watson, weil Holmes ziemlich, sagen wir mal, neben der Spur ist und sich ein bisschen zurückgezogen hat. Hi, Hemion. Guten Abend. Willkommen. Mycroft Holmes hat darum gebeten, nach einem seiner Informanten zu sehen. Er heißt Philip Hawk und wohnt in der Nachbarschaft von Captain Stenwick. Wo auch immer der wohnt. Captain Stenwick. Warte mal, können wir hier schon wieder Informationen versuchen zusammenzuziehen? Wer ist der Anführer des Kults? Familie Stevenson. Profil von. Na, die uralte Gottheit aus dem Buch. Und Ritual des Erwachens. Eins ist richtig. Profil von irgendjemanden. Und der Leuchtturm? Nein. Der Leuchtturm? So, in dem Film nimmt auch der Sherlock alias Robert Downey Jr. die Drogen oder so ähnlich, ne? Ja, genau. Also, ich sag mal, Holmes ist eigentlich zu jeder Zeit irgendwie ein getriebener Charakter, ne? So in den alten Büchern. Ich habe tatsächlich so ein ganz altes Sherlock Holmes Buch. Falls ich nachher noch Zeit habe, hole ich es nochmal kurz. So ein altes Sherlock Holmes Buch, so ein wirklich also mit vergilbten Seiten. Naja, da, ich glaube, da wird da auch schon so ein bisschen, also nicht als völlig in sich mittig ruhend dargestellt, ne? Irgendwie ist er immer ein bisschen neben der Spur, ne? Und braucht irgendwie geistige Inputs und damit sich sein Geist nicht langweilt, nimmt Drogen und tralala, ne? Ja. So. Wir haben gerade zusammen kombiniert. Archibald Rochester ist am Leben und der geistige Führer des Kults. Er hat vor, ein gigantisches Ritual am Ardnamurchan-Leuchtturm durchzuführen und bei dieser Zusammenkunft Menschen unterschiedlichster Ethnien zu opfern. Ja. So. 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 Mr. Hawk hat unweit unserer Wohnung nachforschen. Er wohnt in der Nachbarschaft eines ihrer Klienten, Captain Stenwick. Captain Stenwick Herrenhaus. Wir machen mal eine Schnellreise. Können wir mit ihm, mit irgendjemandem reden? Excuse me, just one question. Oh, if only I could help you with this. Er wohnt in der Nachbarschaft von Captain Stanwick. Yeah. Captain, mein Captain, wo wohnt der denn? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. In der Nachbarschaft. Das Blöde ist, was mich ja immer ein bisschen aus dem Konzept bringt, ist dass diese Karte hier, dass man auf der Karte nicht sieht, wo man ist. Ne, dass man die Karte zwar sieht, aber erraten muss, wo auf der Karte man ist. Ne? Philip Hawk.
Der muss hier irgendwo in der Nähe wohnen. In der Nähe von dem Herrenhaus, ja? Vielleicht da, wo es leuchtet. Da, da, da. Hm. Irgendwer wird es schon wissen. Oh, guck mal, da ist irgendwas. Was ist denn mit ihm? May I ask you something? Sashima can answer your question. Philip Hawk. Er wohnt in der Nachbarschaft von Captain Stenwick. Das heißt, er muss hier. Der muss hier irgendwo. Ne? Ja, irgendwo hier. Vielleicht hier wohnen, oder? Ich laufe hier mal lang. Philip Hawk. Hawk. Auch Johnny Depp in dem Film Sleepy Hollow war als Detektiv auch drogenabhängig. Ich habe den Film gesehen. Ich fand den ziemlich gut. War der drogenabhängig? Das wusste ich gar nicht mehr. Habe ich, vergessen. Das war ein guter Film. Ich fand den cool. Habe ich damals, glaube ich, sogar im Kino gesehen. Aber ich bin hier schon zu weit an der falschen Stelle. Ja. Musste immer in sich hineinschauen, okay. Hier vielleicht? Ach. Suchen. Finde ich schlecht. Suchen. Finde ich schlecht. Ermittlungsort gefunden. Oh. Drück immer die falschen Tasten hier. Was ist denn hier los? Ermittlungsort. Philip Hawk wohnt in einem unscheinbaren Haus. Okay. Hi Nordisch. Nennen wir einen Film, wo Johnny Depp nicht mit Drogen hantiert. Ich weiß nicht. Ich kenne nicht so. Ah, ich kenne nicht so viele, die mir jetzt gerade einfallen. Platoon? Da hat Johnny Depp mitgespielt. Du meine Güte. Das ist ja unerwartet. Okay. A wasp's nest. They might attack if someone draws too close or are otherwise provoked. Much like London itself. Wir ermitteln hier gerade. Wir sind hier gerade, ne, weil Holmes ja quasi gerade nicht so richtig zur Verfügung steht, was er mit ihm. Tot? Ich kann mich nur an Sheen erinnern, echt? His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. Royal Berkshire Regiment. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in the war. Und Informationen? Mr. Hawks unvollendete Notizen. Das ist auch interessant, ne? Also wir. Der hat jetzt nicht gesagt, mein Gott, er ist tot, sondern wir haben das jetzt einfach mal so nebenbei festgestellt. Sheen. Ich kenne eigentlich hauptsächlich nur Charlie Sheen. Und nicht etwa aus dieser komischen Serie. Wie heißt die nochmal, diese komische Serie, wo er so ein. Tollen Weiberheld spielt. Vergessen. Habe ich irgendwie nicht so richtig gesehen.
Two and a Half Men, glaube ich. Ja, genau. Hm. Habe ich irgendwie mal ein oder zwei Folgen gesehen, fand es doof, habe ich nicht mehr weitergeguckt. Genau wie bei Big Bang Theory. Ein oder zwei Folgen gesehen, doof gefunden, nicht mehr weitergeguckt. Genau wie bei Breaking Bad. Oder Baking Bread, wie Bekannter von mir sagt. Und naja, ich sehe ja nicht ein, mich durch x Folgen durchzuquälen, bis es dann endlich gut wird. Ne? Was wollte ich sagen? Charlie Sheen kenne ich eigentlich hauptsächlich aus einem Film. Ich glaube, der ist noch nicht mal so ein doller bekannter Film. Men at Work. Wo er mit Emilio Estevez zusammenspielt, der wohl sein Bruder ist. Soviel ich weiß, sind die Geschwister und Sheen ist eigentlich ein Künstlername. Oder Estevez, eins von beiden. Na, wahrscheinlich ist Sheen der Künstlername. Und Emilio Estevez kenne ich eigentlich aus zwei Filmen nur, nämlich Young Guns und Breakfast Club. Und beide fand ich gut. So, also. Mr. Hawks, unvollendete Notizen. 5.45 Uhr. Kutsche mit vermummten Besucher eingetroffen. 7.25 Uhr. Kutsche abgefahren. Besucher blieb im Gebäude. 9.10 Uhr. Kisten mit Gold aus dem kaiserlich-japanischen Münzamt eingetroffen. 9.36 Uhr. Kisten werden immer noch entladen. 10.10 Uhr. Letzte Kiste wurde in die Botschaft gebracht. Aha. 11.33 Uhr. Osmanischer Botschafter und Vizekonsul eingetroffen. 12.44 Uhr. Die Herren konferieren im zweiten Stock. Zu sehen sind Karten von... Ich glaube, SWS hat eine andere Mutter. Oder so. Kann auch sein. Oder so. Okay, ja, wie auch immer. Gelesen, Estevez ist der Nachname mütterlicherseits. Und Charlie hat sich von seinem Vater den Nachnamen genommen. Okay, ja gut, kann sein. Durchaus möglich. Hm. Aber ich sag mal so richtig, der Superstar ist ja Estevez auch nicht. Ich habe seit Jahrzehnten nichts mehr von ihm gehört, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch lebt. Der hatte so ein bisschen, aus meiner Sicht, hatte er so ein bisschen seine beste Zeit, während ich jung war. Ne? Während ich noch zur Schule ging. Naja. Hi, Ripple, guten Abend. So, also, hier, Mr. Hawks unvollendete Notizen. M mit einer anderen Handschrift? Hm. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. Hmm. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our suite in Baker Street. Hmm. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. Ich kenne diesen Charlie Sheen mit Michael Douglas. War auch ein interessanter. Irgendwas mit Börse. Irgendwas mit Wolf, glaube ich. Ich habe irgendwie von Wall Street. Ich dachte irgendwie Wolf von Wall Street oder irgendwie so ein Quatsch. Kommt aus dem Film? Kann das sein, dass ich habe mal irgendwie so einen Spruch gehört. Und ich... Kann das sein, dass der aus dem Film kommt? Nur Verlierer essen mittags. Unlike Holmes, I don't carry lockpicks. Ich weiß es nicht. Ach so, das war der zweite Teil. Wolves of Wall Street. Ach so, okay. Ja, siehst du. Ne? Mir ist das, hätte ich den Spruch mal irgendwie, ne? Hat viele Zitate, ist das so? Hm. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. So. Okay, ich gehe in die Buchhandlung, ne? Würde ich mal sagen. Der Typ ist tot. Der seiner einer Informanten von Minecraft.
in der Tat ziemlich schlimme, okay. Okay. Wir gehen mal. Wir haben hier alles abgeschlossen. Das ist ein grünes Ding da. Wir nehmen die Schnellreise, obwohl es nicht weit weg ist. Aber dann muss ich mich wenigstens nicht großartig orientieren. Ne? So. Mycroft, hallo. I'm sorry, I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse, I found him dead in his wheelchair, out in the garden. Hmm. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? M in seinem Notizbuch. Ich bin mal, ich helfe ihm mal hier. Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawk's other writing. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further. Do not talk about this matter to anyone, and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Der Fall ist abgeschlossen, ne? Einer meiner Favoriten war damals Al Pacino, wo der Teufel ist mit Keanu Reeves. Ich, Auftrag des Teufels war so ähnlich. Ich glaube, das war das. So hieß der, glaube ich, ne? Das war ein cooler Film. Stimmt. Stimmt. Ich hätte auch mal wieder Bock, ein paar alte Filme zu gucken. Ich würde ja eine Watchparty oder sowas machen, können wir tatsächlich mal machen. Kann aber natürlich nicht jeder mitgucken. Und ich weiß auch nicht, ob so alte Sachen überhaupt bei Amazon zu holen sind, ne? So, ja. Wir gehen jetzt mal wieder zurück zu Holmes und berichten ihm, was wir rausgefunden haben. Würde ich mal sagen, ne? Wir sind in der Buchhandlung. Dim, 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 dim. Das heißt, another sinking near Scotland by the Strand for the details. Alte Filme sind einfach schön. Meine Amazon-Sammlung wird immer größer. Amazon-Sammlung, meinst du damit? Meinst du damit die eine Sammlung von DVDs oder sowas, die du bei Amazon geholt hast? Oder was meinst du? Liegt er am Strand wohin? Aber tatsächlich, hätte ich mal Bock drauf, hier, dass wir mal irgendwie mal eine Watchparty machen oder sowas. Aber wie gesagt, ich kann ja nichts anderes machen als Amazon-Filme dabei. Ne? Und wer zugucken will, müsste halt auch ein Dingens haben. Amazon Prime Account oder zumindest, ja. Genau, Amazon Prime Account. Wenn da so Sachen bei wären, wie zum Beispiel das Fenster zum Hof oder sowas, ne? Das ist natürlich sehr alt, ne? Bibliothek halt. Amazon hat keine Suchoption. Für mir sozusagen mit der Zeit hinzufügen. Another sinking near Scotland by the Strand for the details. Kaufen Sie den Strand. Just back from a trip, Doctor. You look exhausted. Wird automatisch. Leute, die es nicht haben, würden nichts sehen. Ja, man sieht dann quasi. Get the strand. Quasi nur den Streamer und der macht dann so ahaha oder oh, oder oder so, ne? Naja, ich weiß das schon, dass, also, ich würde ja das ich habe das schon mal mitgemacht, ne, dass man streamt ja nicht seinen Bildschirm, sondern
sondern dass man guckt gleichzeitig auf Amazon, ne? Also, ja, es wird durchgetunnelt durch Twitch sozusagen. So, ja. Ich würde mal sagen, wir reden mal mit Holmes. Mal sehen, ob er sich wieder ein bisschen im Griff hat. Oder ob er völlig mit den Nerven fertig ist. Mal sehen. Oh, er sieht nicht gut aus. Er sieht nicht gut aus. Er hat immer auch seinen ollen Hut auf. Holmes, I have the translation. But Barnes was affected by the book. Holmes? Watson? Did you hear me? Barnes was behaving oddly. But I was able to retrieve the book and his preliminary translation. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, but my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession, as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, Well, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. Ich bin mal entgegen. Er ist nicht wahnsinnig, er ist nur verstört. I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I. And thus, we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland. Oh, auf nach Schottland. Ich drück mal. Übrigens ganz nebenbei, bevor ich drücke, muss ich noch kurz sagen, völlig jetzt off topic. Ich habe vorhin angefangen, mir dieses PlayStation oder Sony Showcase von anzugucken, was irgendwie neulich gelaufen ist wohl auf YouTube. Hab da erst jetzt gerade irgendwie ein Viertel oder ein Drittel geschafft oder so. Und ich muss mal eins sagen. Es kommt The Talos Principle 2. Das werden wir spielen. Da könnt ihr aber Gift drauf nehmen. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das ist es. Das spielen wir. So, wisst ihr Bescheid. Auf nach Schottland. Well, shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. Ich freue mich auch auf The Lords of the Fallen, glaube ich. Ich glaube, die unterscheiden sich mit dem The. Oh, das Erwachen. Ich glaube, ehrlich gesagt, kommen langsam zum Finale, glaube ich. Leuchtturm. Das stimmt, der Trailer war cool. Holmes, if we don't make land soon, I fear we will join those missing souls. Have taken too many, John. Let's stop them from taking more then.
Ich frage mich ehrlich, Moment, muss ich gleich sagen, wenn ich wieder frei reden kann. Jetzt offenbar. Das Ganze hier ist ja ein Remake von, von Sherlock Holmes, The Awakened, von x Jahre alt. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wie das ist. Also, ob das auch so, sagen wir mal, diesen Abstieg in den Wahnsinn so als Thema hat. Oder ob das eher was Neues ist. Hi Fox, guten Abend. Ich wollte gerade noch irgendwas erzählen zum Thema Trailer. Jetzt habe ich es leider vergessen. Nun ja. The Lords of the Fallen, wie auch immer. Also die neue Version wird auf jeden Fall probiert. Wenn sie nicht cool ist, dann schade, aber probiert wird sie auf jeden Fall, sofern sie da ist. Ne? Das kann ja noch dauern. Ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Watson? Los geht's. Kann ich mich eigentlich noch umziehen? Ich finde diesen Hut so albern. Setz bitte keinen Hut auf. So machen wir's. Also hier in dem Leuchtturm, guck mal, da passieren doch gruselige Dinge. Merkt man auch schon am roten Leuchten da. Ne? Warte, wir gucken uns noch kurz um. Na gut. Warum haben wir eigentlich keine Lampe dabei? Wir sind immer völlig unterausgerüstet. Ne? Völlig unvorbereitet hier. Ne? Heute um 1 werden einige am PC sitzen und warten, dass sie Diablo 4 reinlässt. Ich glaube nicht, dass es ohne Zusammenbruch von Schatten geht. Also, ich habe Diablo 4 vorbestellt auf PlayStation. Auch die Version, die man früher spielen kann. Auch wenn ich weiß, dass es ja eigentlich ein bisschen Abzocke ist. Aber das wird nicht vor morgen bei mir passieren. Also morgen im Sinne von übermorgen, ne? Also am Samstag dann. Am Samstag Vormittag hoffentlich werde ich versuchen, Diablo 4 auf der PlayStation 5 zu starten und zu streamen. Okay, schwarzes leeres Gesicht. Nicht von selbst abgebrochen. Ich hoffe ehrlich gesagt, ich habe noch gar nicht geguckt, das sollte ich vielleicht vorher noch machen, ob man es schon streamen darf. Wäre blöd, wenn ich spielen könnte, aber noch nicht streamen. Das wäre schon quite unerfreulich, wie der Engländer sagt, ne? Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Diablo-Fan, dass ich heute Nacht vorm PC sitzen würde. Also, dass ich heute quasi minutenpünktlich loslegen will. Na, ich fand das letzte Diablo, das Diablo 3, schon ziemlich cool. Habe ich viele und lange gespielt. Aber ist auch nicht so schlimm für mich, wenn ich meine Season verpasse oder so. Ne? Wird schon passieren, wird schon funktionieren. Ich bin immer mit Jedi Survivor beschäftigt. Mega Game. Also ich werde Jedi, wie war das? Fallen Order oder was? Auf jeden Fall die Vorversion. Das Spiel davor. Das Vorspiel klingt komisch. Das werde ich mir noch mal antun. Aber ich weiß noch nicht wann, ehrlich gesagt. Ich bin wie immer zu spät zur Party. Ne? Ich bin wie immer zu spät. Aber ist mir egal.
You see that glow atop the lighthouse? I have never seen anything like it. Echt? Viele finden es gar nicht gut? Also, ich habe da ein paar Minuten Gameplay von gesehen. Das sah für mich cool aus. Aber Gameplay allein ist ja nicht alles. Auch Grafik ist nicht alles. Das ist alles so ein Zusammenspiel, ne? Hi Niffy, zurück in England? Nicht so ganz. Jetzt sind sie in Schottland. Und es ist wohl so langsam nähert sich das Finale hier. Sie haben rausgefunden, eigentlich hat es Watson vor allem gemacht. Watson hat rausgefunden, dass die Gegenspieler, die bösen Gegenspieler sozusagen, auf dem Leuchtturm da, ein dunkles Ritual durchführen wollen. Und eine Menge Leute opfern und sowas, ne? Und damit ein großes Übel in die Welt holen. Vielleicht eins mit vielen Tentakeln, wer weiß das schon. Hi Cherubim, guten Abend. Gut, wir können also nicht in den Leuchtturm einfach so reingehen. Wir müssen wohl hier durch die Höhlen gehen, was? Bats. Where did the shirt come from? Ein Hemd. Warte, wir gucken uns hier um. Wahrscheinlich müssen wir da draußen weitergehen. An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Oh, hallo. Was steht da? Okkulte Verzierung, komplexe Vertiefung. So, so. Auffällige Höhlenwand. So, so. Ouroboros. A snake easing itself. An ancient symbol of eternal renewal. Das. Okay. Fresh marks. Something scraped along the stone. This door requires a very specific key. Einen speziellen Schlüssel, ja? Und wer weiß, wo der sein mag? Irgendwo in der Nähe. Hier draußen vielleicht, in der gleißenden Helligkeit. Holmes, look, there's a body here. Not just any body, it's Ashmat. Ashmat. Soft touch. He died recently. Scratches, bruises and stabs, all self-inflicted. Selbst zugefügt, ja? Will er sich hier opfern für seine... The infamous curved dagger. It's tied firmly to his hand. Seiner Sekte. Seiner Sekte opfern. Oh, his eyes are gouged out. Hat er sich selber zugefügt, wenn das hier das Messer an seiner Hand festge... Wunden ist was? Hm. Ja. Ja. Blutspritzer. Kleine Blutlache. Keine Arterienverletzung. Hat er sich da... Ach ja, der hat sich die Augen ausgestochen hier. Wie unangenehm. Fingerspuren, aufgewühlter Schwamm. Wurde nach etwas gesucht? Vielleicht können wir ja auch was finden hier, ne? Unangenehm. A human-sized imprint. Someone fell on their back. Jemand ist auf den Rücken gefallen, ja. Hey, jetzt muss noch einen Hinweis geben. Ich habe erst 2 von 3. Aber wo?
Ja, hier wurden halt was gesucht. Ja. Ja. Da vielleicht? Das Ding hier. Eigentlich doch recht auffällig und immer dran vorbeigegangen. This branch was recently broken. The wood is still green. Whatever Ashmat had secured to his chain, he lost it here. Ja. Also hat der wohl hier sein Amulett verloren oder so, hm? Und der hat danach gesucht. By the way, Grimm, System Shock 93%. Ist das jetzt schon raus oder meinst du, jetzt redest du vom Alten? Seit dem 3. Ach so, das ist gerade ganz frisch, ja? Oh, so viele Spiele, so wenig Zeit. Gut, es ist auf der Probierenliste. Ne? Ja, hast du. Ich habe irgendwie nicht so ganz mitgekriegt, dass der Monat wechselt. Bisschen die Zeit aus den Augen verloren. Hm. So. Warte. Ach so, ich muss das hier... Hinweis anheften. Ich hefte ihn mal an. Den muss man anheften. Da. Sonderbare Symbole mit Blut aufgemalt, ne? Samstag ist auch schon wieder 2 Wochen her. Nein, Samstag ist keine 2 Wochen her. Zumindest nicht der Samstag. Und tatsächlich ist übermorgen schon wieder Samstag. Kaum zu glauben, ne? Fühlt sich so an, okay. Dichtes Gestrüpp. Etwas hineingefallen? Nichts zu sehen. Hier vielleicht? Ah, guck mal. Glänzend aus Metall. Aha. Interesting occult pattern. Ein Master. Scratches. This medallion saw frequent use. What drove him to this dreadful act? I fear we are about to see for ourselves. Ich habe eine Errungenschaft bekommen, jeden Stein umdrehen, heißt die. Weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet. Ob das jetzt nur sich auf dieses hier, diese Szene bezieht oder auf das ganze Spiel. Klingt eher wie aufs ganze Spiel. Ne? So. Hab Urlaub. Jeder Tag ist Samstag. Aber ich nutze die Woche noch, um Sonne zu tanken. In der zweiten Hälfte geht es dann in Gladiator zocken. Ja, ich hoffe, dass das cool ist. Ich hoffe, es wird mir so gut gefallen, wie ich... Naja, ich hoffe, dass es so gut ist, wie ich hoffe. Ne? Was, das ist eine auch eine wahre Aussage, ne? Ich hoffe, dass es so gut ist, wie ich hoffe. Ja. So, warte. Wir gucken uns hier mal um. Wir haben so ein bisschen hier kommen wir weiter in diesen komischen Leuchtturm, ne? Wenn ich das durch habe. Wenn ich das durch habe, dann werde ich mir, na, vielleicht nicht ganze Let's Plays, aber mal so ein paar Schlüsselszenen bei einigen Leuten angucken. Ob die irgendwie anders reagieren an manchen Stellen. Aber letztendlich glaube ich, dass das doch so halbwegs linear ist, das Spiel hier.
Ich habe auch bald Urlaub. Morgen muss ich noch mal ran und dann habe ich fast 2 Wochen Urlaub. Ah, da hinten ist was. Mehrere Sachen. Von hier sind wir gekommen, oder? Ja. Großer Käfig. Aha, aha. Sealed shut and seemingly for a long time. Sealed shut. Ja, da sind Dinge, aber ich komme von hier aus nicht rein. Ja, mal gucken, wie wir hier weiterkommen, ne? Du erst in 8 Wochen. Ja, ein Kollege von mir, der hat jetzt seit ein paar Tagen Urlaub. Und zwar für 4 Wochen. Ein 4 Wochen Urlaub. Schon richtig lange her, dass ich das letzte Mal 4 Wochen Urlaub hatte. Ich hatte auch schon 4 Wochen Urlaub. Aber das habe ich seit mehreren Jahren nicht mehr gehabt. Das klappt auch ehrlich gesagt nicht so gut, wenn ich meinen Urlaub ausrichte an Videospiel-Releases. Ne, weil ich gibt kein Spiel, für das ich bis jetzt jemals 4 Wochen Urlaub genommen habe. Am Stück. Ne? Okay, Watson, was sagst du? 4 Wochen? Da bekommst du auch eine Macke. Nee. Tust du nicht. Also, du vielleicht, ich nicht. Ich meine, ist es nicht so, dass ich nach 4 Wochen nicht denken würde, jetzt geht's langsam, jetzt könnte ich langsam wieder. Aber kann auch ohne weiteres 4 Wochen nicht arbeiten. Art Sarg hier. Wo geht's denn hier weiter? Fragezeichen. Ach so. Ach so. Das ist hier. Okay, gut. Einfach hier. Einfach die rechte Tür nehmen. Ich find's nicht so absurd, ehrlich gesagt. Letztendlich geht die Zeit auch dann doch schneller rum, als man denkt. So, also ich muss sagen, 2 Wochen Urlaub fühlten sich meistens nicht genug an. Also versuche ich jedes Jahr mindestens einmal 3 Wochen zu machen. Ich weiß auch nicht so genau, ob ich mir damit einen Gefallen tue, wenn ich, sagen wir mal, 3 oder 4 Mal die Woche, 3 oder 4 Mal im Jahr so für 1,5 oder 2 Wochen Urlaub mache. Aber ich finde es doof, wenn so viel Abstand zwischen den Urlaubszeiten ist. Na, also, wenn ich... Normalerweise ist es so, dass ich meistens der Flexible bin bei uns bei der Arbeit, was Urlaub angeht. Die meisten Kollegen von mir, die planen ihren Urlaub ganz klassisch nach den Schulferien ihrer Kinder. Oder nach... zum Sommer. Ne? Und machen eigentlich quasi mehr oder minder jedes Jahr zur gleichen Zeit Urlaub. Was sich auch bewährt hat anscheinend. Ne? Ich wurde, ein Kollege fragt mich, Reinhard, wann machst du denn dieses Jahr deinen Sommerurlaub? Und ich mache jetzt halt, jetzt in wenigen Tagen, also übermorgen quasi, den Urlaub für Diablo oder zum Anlass Diablo. Und irgendwann habe ich nochmal irgendwie ein paar Tage. Und ja, dann war es das mehr oder minder, ne? Und dann meinte er, ist doch kein Sommerurlaub.
An obsidian heart. Masterful work. Ein Obsidian-Herz. Ja. Kenne ich. Im Sommer ist bei uns alles belegt. Ja, also wie gesagt, ich bin, da ich ja sowieso auf keinen Rücksicht nehmen muss, ne, ich muss ja nicht für zwei Leute planen, ich bin da quasi schon der Flexible. Ne? Also, wenn Kollegen gerne eine Woche früher Urlaub machen wollen, dann klappt das bei mir meistens, dass ich dann stattdessen da bin. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Meistens ist es kein Problem. Ne? Oh. That's a crafty mechanism and quite ancient. Crafty Mechanism? Heißt das hier... Ach so, ich muss etwas, was genauso schwer ist wie so ein menschlich, wie so ein Herz hier drauflegen, ja? Guck mal, das sieht aus wie eine Waage. Hm. Wie gesagt, bin da... Ich sehe das üblicherweise nicht so sehr eng. Ist ganz schön dunkel. Ah. Oh, I get it. We need fresh blood. And no, I'm not volunteering. Fear not. I think Ashmat can help. Ashmat kann helfen. Was ist das, ein Hebel oder was? Nee. Wir benötigen Ashmats frisches Blut. Ja. Dafür brauchen wir aber wahrscheinlich irgendwie eine Schale oder so, ne? Eine Shale, wie der Engländer. Ach, lassen wir das. Das rede ich eigentlich für einen Schrott. Ne? They used fresh blood in some kind of ritual. Hm. Okay, also holen wir uns mal Blut von Ashmat. Dazu brauchen wir aber, weiß ich nicht, möglicherweise eine Schale oder so. Oder wir holen den ganzen Typen. Ne? Fand ich sehr lustig, genau mein Humor. Okay, dann freut mich das. So. Warte mal, Ashmat. Ich lauf mal. Ich glaube, der war... Müssen wir nochmal rausgehen, oder? Ich laufe in die falsche Richtung, glaube ich. Ja, hier mussten wir lang. Do you have anything to hold blood, Watson? Seine Melone. Ein Flachmann? Warte mal, hat er das jetzt gemacht oder nicht? Ja. Flachmann mit Blut, ja? Also quasi für Vampire. Hm. Ansonsten seine Melone. Flachmann mit Blut. The lever doesn't want to stay on its own. Der bleibt nicht in Position, dann musst du das machen. Something in the caves drove Ashmat mad, and it might still be there, so let us proceed with caution. Mhm. Watson, hold the lever for me. I must investigate. Watson. Der das Ding ist hochgegangen. Das Gitter. Lass mich raten. Lass mich raten. Ich gehe da hin, gucke mir an, was dort unter dem Käfig ist. In der Zeit wird Watson geschnappt. Und ich werde in den Käfig eingesperrt. Das wäre jetzt also nicht so ungewöhnlich. Holmes, watch out! My lever went back up. The doors, Watson. Hold the doors. Ah! We're trapped! Now what? Look around.
There must be something we can use. Oh, ich spiele wieder Watson. Watson. It's ancient, though still working. Ich spiele Watson. Look around, Watson. There must be something useful. Bestimmt. Weil auch immer gleich alles angegrabbelt werden muss. Naja. Das ist halt so diese Detektivart, ne? Alles angrabbeln, alles untersuchen. Eigentlich fehlt noch, dass er in typischer Holmes-Manier eine Lupe ständig dabei hat, ne? Mhm. Was ist da denn? Aha. Auf Schulterhöhe. Those holes seem to have a purpose, but I won't risk my arm to find out what. Okay. Er wird seinen Arm nicht risken. Das sieht überhaupt ganz cool aus hier in der Konzentrationssicht. Mhm. In der Konzentrationssicht. Aha. Mhm. Menschen werden geopfert oder so, ja. Ist das da Gold? Hm. Hm. Was ist denn das hier? Was? Ich nehme hier Sachen auf. Aha. Okay, warte. Da auch, ne? Dip, 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 dip. Hier ist noch was. Das ganze Zeug, was hier. Ach, guck mal, den ganzen Schrott müssen wir hier aufsammeln. Anscheinend weiß er zum Glück, welche Teile wo reingehören. Immerhin. Din. Da liegt noch was. Das war wahrscheinlich da rein. Ich glaube, hier haben wir erst eins reingesteckt. Dinge passieren. Be ready for anything, Watson. Be ready for anything. Mhm. Watson. I feel like these walls have eyes. Da, was haben wir denn da? Noch so ein Teil. Wo gehört das? Ah, in die Mitte. Eieieiei. It's all right, Watson. It's merely a chest with coins and a dagger. Made of obsidian by the looks of it. Zwei Hinweise aktualisiert. Hm. Und nun? Ah, müssen wir uns da jetzt irgendwo Blut abzapfen oder so? Hier zum Beispiel. Use these with care. Let us be the first adventurers to raid a tomb without destroying it. Mhm. Uralte Münzen aus der Truhe. Ah, okay. Was macht er damit? Die Münzen eventuell dort als Ausgleich für das Herz, ja, damit es das gleiche Gewicht hat.
Scheint sowas. Teamwork makes the dream work, huh? Terrific. Now, onward before they close again. Let us hope our paths converge, Holmes. Oh. So. Nur das hier. Kein. Are you all right? The abyss. Why does it call me? Why? Sherlock, bleib bei mir. Holmes, say something. Everything is so insignificant. Holmes, speak up. Help me. Ich helfe dir. Holmes. Holmes, speak up! Holmes, komm, bleib bei Verstand. Holmes! Oha, Asmund Gold hat ein halbes Jahr nicht mehr auf seinem Hauptkanal gestreamt. Jetzt ist er zurück mit Diablo 4, echt? Also, jetzt im Sinne von. Wahrscheinlich eher morgen, oder? Oder ist hat der noch früheren Zugriff? Hm? I'm coming. Startet gerade. Na, dann hat er wohl noch früheren Zugriff. Oder? Weiß ich nicht. Bad. Keep talking! Ich denke, sie feiern rein. Ach so. Hm. Sherlock? Ja. Ach so. Im Sinne von vorher ein bisschen schon mal gucken und vorher vielleicht nochmal die alten Teile reingucken und sowas, ne? Ja, okay. Where are you? Ich komme her. Ich komme her, Sherlock. Holmes! Ich kann nicht schneller. Where are you? Please. Rechts. Holmes! Please! Holmes! An Kreuzungen kann ich das machen. Where are you? Please. Hier er, oder? War ich zu langsam? Ich war zu langsam. Aber jetzt habe ich eine. Wir waren zu langsam. Holmes, speak up! Los! Holmes! Please, John! Holmes! Speak up! Please, John! Holmes! Please, John! Ich muss immer an den Kreuzungen, muss ich jetzt machen. Holmes! I'm coming. Help. Please help. Hier? Keep talking. John. John, I'm falling. Sherlock? I'm coming.
Ich renne so schnell ich kann. Holmes! Holmes! Holmes, come on, wake up! Thank heavens. What were you doing? What happened? Whirlwind. Stars so distant. The sun inverts. The earth. It becomes transparent. Sherlock, snap out of it. Nothing is everything. We are so small, inconsequential. A shadow in the dark. I think we best go back. You are not well, Sherlock. No. We are so close. We cannot. You asked that I intervene if I saw you cracking. This is me intervening. With every passing minute, another life is extinguished. We must stop Rochester. We must end this. Ah, Sherlock, you almost died. Do not worry about me, John. You have other men to save. Der fällt in Wahnsinn, ne? So, in WoW haben NA, also Nordamerika, Server früheren Zugriff auf neue Patches als EU-Server. Könnte bei Diablo genauso sein? Also nicht. Maybe? I thought that I'd seen horrors during the war, but this is complete madness. Mhm. So. Wir gehen mal weiter. Careful, Holmes. Was? Moment mal, da steht eine Person. Tagebuch des Leuchtturms. Hat mir gar nicht erst aufgefallen. Ich dachte. Also nicht. Tagebuch des Leuchtturmwächters, 3. Mai. Die Leuchtturmbauer aus Tobamua sind absolut unfähig. Ich musste ihnen sogar zeigen, wie man Öl wechselt. Nur eins können sie gut: Fragen über die Höhle und den Ort des Verschwindens meines Sohnes stellen. Anfangs habe ich nichts gesagt. Doch als irgendein Lot kam und mir Geld dafür bot, ihn herumzuführen, haben wir es dann anders überlegt und ihm alles hier gezeigt. Er sagte, er sei ein Antiquitätensammler, aber was hätte er hier schon finden können? Wie dem auch sei, das war leicht verdientes Geld, aber irgendwie fühlte es sich so an, als hätte ich Verrat an diesem Ort geübt, an meinem Jungen. Der verrückte Leuchtturmwärter? Warte. Schlüssel. Ja, ja. Was ist denn mit ihm? Den habe ich ja erst gar nicht gesehen. Ja, ja. Schlüssel. Don't mind my trembling hands. It's not fear, it's adrenaline. Sicherlich. Was ist das? Laser? Wahrscheinlich ein Alarmsignal. Ich würde sagen, hier stimmt was nicht. Kann ich das Ding ausschalten? The base appears to rotate. Okay. Hands off, Holmes. We have no idea of its purpose. They are all entranced, captivated by the light of the lens. Sherlock, don't touch it. We still don't know what it is capable of. Wir können hier schon wieder jetzt wieder neue Schlüsse ziehen. Wie kann das Ritual abgebrochen werden?
Der Dolch. Ritual auf dem Leuchtturm. Tagebuch des Leuchtturmwärters. Alles falsch. Okay. Wie kann man die Hypnose mit der, wie kann die Hypnose mit der Linse beendet werden? Der Dolch. Seltsame Strahlvorrichtung. Personen in Trance. Tagebuch. Na, ein bisschen richtig. Wir müssen das Ding wahrscheinlich kaputt machen. Ohne selber da. Also ohne selbst kaputt zu gehen. Jetzt weiß ich nicht, ob das einfach nur ein Licht ist, also ein einfach nur ein optisches Licht, oder ob das so ein gefährlicher Laser ist hier, ne? Irgendwie. Hm? Ich kann auf jeden Fall drunter durchgehen. Die wollen eher Cthulhu rufen, ne? So sieht's aus. Oder sollen wahrscheinlich eher. Wollen, sollen. Hm. Oh, was haben wir da? Außerdem ist immer... Es ist immer irgendwie verdächtig, wenn Blut von der Decke tropft. Black, metallic and with a characteristic hue. Obsidian yet again. The sheer form of it, the color, it makes me feel uneasy. Mm. Anweisung von R für Ashma. Ashma, du musst dich mit der Aktivierung der Kaleidlinsen vertraut machen. Die dafür benötigten Strahlenemitter sind nicht schwierig zu bedienen, aber wir dürfen, aber uns dürfen keine weiteren Fehler unterlaufen, denn der Tag des Erwachens naht. Halte dich mit deinem Obsidian-Spielzeug von den Linsen fern. Sie entfalten eine äußerst starke Wirkung, sind in aktiven Zuständen jedoch zerbrechlich und unsere Vorräte sind begrenzt. Hm. Hm? Hm. Hm. Was ist denn hier? Hm? Der Schraubenschlüssel nicht. Hm. Da hinten? Ja, tatsächlich. This material feels very sturdy. It would take an enormous effort to break like that. Hm. Enormous effort. Hm. Ich schätze, wir müssen den Strahl benutzen, oder? 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 Na, mal sehen. Hm. Hm. Kann ich was Neues machen? Wie kann das Ritual abgebrochen werden? Warte, erstmal die Sache mit der Hypnose. Würde ich denken, Personen in Trance ist schon richtig. Seltsame Strahlvorrichtung. Und die Anweisungen. Die Kaleidlinsen können offenbar nur mit einem Gegenstand aus Obsidian zertrümmert werden. Mit dem Dolch aus der Höhle sollte es funktionieren. Die Sache hat allerdings einen Haken. Nur in aktivierten Zustand sind die Linsen zerbrechlich. Um sie zu aktivieren, müssen Strahlemitter auf sie gerichtet werden. Nun. Nun. Nun.
Beide wahrscheinlich, ne? Hoffentlich werden die dann nicht sauer. John, the worshippers, we need to make sure. Of course, I'll see if they're all right. Mhm. Personen in Trance. Mad cultists, ancient ritual sites. Had I known where this case would lead, I would never have brought you to see Stenwick. Was sollen wir jetzt machen? Auf irgendeine bestimmte Stelle gehen. Wir müssen nach oben gelangen, das Ritual zu beenden. Her chest is moving fast. She's hyperventilating. Außerdem juckt meine Nase, wie blöd, ich muss bald niesen. Check her pulse, can you, Watson? As expected, the pulse is elevated, but within normal limits. At least this awful mask is breathable. Mhm. Was haben wir da gelernt? Weiß ich noch nicht. Ich kann das nochmal benutzen. Okay. Aber warum sollte ich es jetzt nochmal drehen? Hier ergibt das keinen Sinn. Gibt es überhaupt irgendeinen Sinn, jetzt es nochmal zu drehen? Alright, enough talk. Time for action. Enough talk. Yeah. Enough talk. So, ach so, die haben hier rumgestanden und den Weg versperrt, ne? Stop there, shipmates. A storm awakens and we've battened down the hatches. Dirty summers, I presume. Nice to put a filthy, sweat-covered face to a name. That's no way to speak to a captain. Sherlock, get down! Watson, you killed him. I didn't have a choice. Well, what's done is done. If we do not stop Rochester, Summer's death will be but one of many. Was richtig gewesen war? Fragezeichen. Na, der hatte auch seine Waffe gezogen, oder? The sailor who didn't survive the storm. Ich bin jetzt nicht sicher, aber London feels so long ago. Forgive me, Summers. Okay. They made sure no one could enter through the main door. Interessanter. Hold on. We need a plan. Wir brauchen einen Plan. Eingang zum Turm.
Und zwar Plan B. Wir knallen alle ab. Oder? Wir knallen einfach alle ab. Dirty Summers Tagebuch. Ich habe für Geld wirklich schon schlimme Dinge getan, aber das hier ist ohne Zweifel das Schlimmste. Immer öfter werde ich von seltsamen Träumen geplagt, aber ich versuche mir keine Gedanken darüber zu machen. Unglücklicherweise ist es hier ziemlich langweilig und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie meine Gedanken um diese Träume kreisen. Ich will gar nicht in den Himmel sehen und auch nicht in das Meer, Ashmards Gesicht oder meine eigenen Hände. Rochester sagte, dass bald alles verschwunden sein wird, verschlungen vom großen Alten. Vielleicht wäre das eine bessere Welt, vor allem wenn ich nicht mehr da wäre. Okay. Das ist natürlich so eine Sache hier in irgendwelchen Spielen. Ich sag mal so in Story-Spielen, wo man. Story-Spielen, ne? So, wo man. Wo die Entscheidungen wirklich große Auswirkungen auf den Ausgang der Geschichte haben. Da ist es natürlich immer ganz gefährlich, wenn man schnell plötzlich eine Entscheidung treffen muss. Jemand kommt um die Ecke und Gewehr heben und ballern oder nicht, ne? Hat man bei. Welches war's? Bei einem dieser. Dark Pictures Anthology spielen auch gehabt. The Quarry. Na, war's, glaube ich. Waffe heben und ballern oder eben nicht. Hey for padding. They didn't want their cargo damaged. Errungenschaft. Wächter der Meere. Okay. Tagebuch des Leuchtturmwächters. 4. April. Wieder habe ich die Melodie gehört. Ich höre sie in jedem Tropfen, der von der Spitze des Leuchtturms auf den Boden fällt. Ich höre sie im Schaben der sich unaufhörlich drehenden Laterne. Und ich höre sie in diesem Moment, während meine Feder beim Schreiben auf das Papier kratzt. Seit mein Junge mich verlassen hat, ist das Tagebuch mein einziger Gefährte. Manchmal schlafe ich in seinem Bett, damit es nicht leer ist. Ich glaube, neulich habe ich ihn in der tiefblauen See schwimmen gesehen. Seine Haut wirkte leblos und fahl und seine Zähne waren so scharf wie die eines Piranhas. Er sah mich mit blutroten Augen an, die inmitten der tosenden Wellen starr auf mich gerichtet blieben. Und ich konnte in ihnen nichts als Abscheu erkennen. I know this company. They make Fresnel lenses, essential for any modern lighthouse lantern. Transportkiste für eine Linse, ja. Ein Buch. Ashmards Notizen. Notizen, die Ashmard im Lauf der letzten Woche niedergeschrieben hat. Bei Mr. Arneson ist die Lage ganz schön eskaliert. Er, dieser Rotzlöffel und die Frau. Ich wünschte, sie werden im Bayou ersoffen. Jedenfalls haben sie es nicht verdient, zusammen mit den anderen hergebracht zu werden. Nein, nein und nochmals nein. Die unterirdischen Gänge rufen wieder nach mir. Jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, wache ich anschließend in der Höhle auf. Gestern bin ich mit einem Obsidian-Splitter in der Hand aufgewacht und kann mich an absolut nichts erinnern. Heute Nacht wird mich die Höhle wieder zu sich rufen. Ich habe Schreckliches in meinen Träumen gesehen, aber ich kann mich dem nicht erwehren. They modify the gallery and watch room. Beam-Emitters, okay. It seems they have placed beam emitters all over the main gallery. Kaleid lenses are placed inside the lantern room. One moment, Watson, I'll redraw this blueprint. Und wie kann das Ritual abgebrochen werden? Der Obsidian-Dolch, würde ich denken. Dran. Und. Wunderpunkt der Kaleid-Linsen. Und hier Bauplan für die Modifizierung. Ha! Dem Sabotageplan folgen. Sabotageplan. Wir müssen die Kaleid-Linsen unterhalb der Laterne
wie auf dem Bauplan abgebildet, zerstören. Dazu müssen auf jede Linse 2 Strahlenemitter gleichzeitig gerichtet werden, um sie zu aktivieren. Sobald eine Linse aktiviert wurde, kann sie mit Hilfe des Obsidian durchs zertrümmert werden. Womöglich müssen wir getrennt voneinander vorgehen, da Lord Rochester und seine Jünger versuchen werden, die Linsen zu beschützen. Na, okay. Das ist also der Sabotageplan. Kann ich hier eigentlich speichern? Ich werde es mal mit speichern. Ich habe das Gefühl, dass das gleich gefährlich wird. Oh, wir haben wohl keine neuen Speicherplätze mehr. Hm? Okay, Watson, es wird ernst. Holmes alleine losgehen lassen, ist sicher eine gute Idee, bestimmt. Ganz bestimmt, ja. Nee, Holmes und Watson, die sind sich schon hier irgendwie nah, ne? Wenn du den Ort verlässt, kannst du nicht mehr zurückkehren. Wir gehen los. We shall apply what we just learned, charge the Khalid lenses and break them with the dagger. That should put a stop to this cursed ritual. All right, good. I confess, I worry about what awaits us. Is it too much to hope this will all come right? If our future is black, it is better surely to face it like a man than to attempt to brighten it by mere will-o'-the-wisps of the imagination. Come on. We'll go together. Look at them all. We have to help them. Watson, stop. Rochester will see you. What should we do? We get answers. Stay here. See to the lenses. I shall confront Rochester. He owes me the truth. Sherlock! Sherlock! Mr. Holmes, you are late. Was the path here not as you anticipated? You expected me? We've stood here before, Mr. Holmes. Another you, another me. Many years ago. I wonder what will happen this time. What? What are you talking about? Join me. Bear witness to the end. Wie cool das gemacht ist. Das ist ja wie gesagt ein Remake, ne? Das ist ja eine coole Anspielung gerade. Ich nehme an, das ist eine Anspielung darauf, dass es eigentlich ein Remake ist. So. Mit Zeitdruck, oder? Oder? Es ist mit Zeitdruck. Scheiße, ich muss das erstmal verstehen, wie das hier funktioniert. To anything, Lord Rochester. You are blind. Oh, how could you? It is what I do. No. How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening. The bile of madness rises in our throats, just as our master rises below. I see moon beasts, night gaunts, a witch doctor in Arkham. I see what the stars themselves are dreaming.
I know more than any man has ever known. You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps. Tell me. Bah! There is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes? You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really one to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port, in the swamp, what did you see? Andere Welten. Nichts wäre falsch, das weiß der. Ich sag mal das hier. Meaningless dreams, the result of asphyxiation or medication. No, no, no! You are lying to yourself, Mr. Holmes! Why? If you are not here for the truth, then you are a diversion! But no more! Rulor Kanga! Oh, Master! Oh, Great One! He has come! Take me! Accept my sacrifice! The world is yours! Oh. Das war wohl die falsche Antwort. Spiel wird deinstalliert, automatisch. Automatisch, ja. Hm. Das wäre der Bringer, ne? So, wenn man was falsch macht, Spiel wird automatisch deinstalliert. Heilen wir uns ein bisschen. You cannot bear witness. It is what No, every the fuck I see. You are You are mad. Ich sag diesmal was anderes. Andere Welten. Something beyond the capacities of my imagination. A world so alien, but. But so familiar. Yes, I see it too, in your mind's eye. Untold horrors lick their lips in the shimmering dreamlands as Sarnath sinks eternal. Ja. Nicht ganz richtig. Wie komme ich hier durch? Verdammt die. Passt es? Es passt. Okay. Okay, das sind keine allzu schwierige Quicktime-Events hier gerade.
Wie komme ich da hin? Verdammt! Verdammt! Das mache ich hier nicht richtig gerade. Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Ich komme da nicht hin. Verdammt. 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 Ach. Ach. Ah, Irrgarten hier. Das hier geht noch nicht. Ich verirre hier umher. Ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Shit. Wie soll ich das machen? Wie soll ich da zu dem kommen da? Ich komme da nicht hin. Okay. Vielleicht muss ich den erst machen hier. Und ja, erstmal dahin kommen. Aber wie? Okay, ich muss irgendwo anders hin. Vielleicht erstmal den anderen da. Ach so, dann kann man hier noch hin und her bewegen, den Spiegel. Der trifft jetzt den da. Nee. Okay, von... Ah, das ist echt gerade ein bisschen... Na. Den kann ich nicht benähten. Ich kann ihn wirklich nur so ganz minimal bewegen hier. Mal sehen. Den auszuschalten bringt wohl nichts. Hm? Oder? Gehen die dann da weg? Nee, oder? Ja.
Komme ich da zu denen da hin? Ich komme da nicht hin zur Hölle nochmal. Oder vielleicht mit einem ganz großen Umweg. Mal sehen. Was ist das hier? It's completely broken. Interesting. Interesting, ja. Hier irgendwie gerade ein kleines Problem. Ja, das. Ja, aber. Hier nirgends lang. Verdammt nochmal. Geht hier weg. Ich muss doch nur an denen da ran. Diese paar blöden Körper stehen im Weg rum. Kann ich den hier irgendwie kaputt machen? Galu, danke fürs Folgen. Herzlich und so weiter. Ich glaube, ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an hier. Warte mal. Was könnte es mir bringen, das woanders lang zu schicken? Damit schaltet die Lichter nur aus. Aber irgendwie macht das keinen Unterschied bei den Leuten hier. Ne? Ah, es gibt auch auch hier weiter hinten noch einen Spiegel. Dann hat der auch, oder? Nee, ich muss den hier anleuchten, schätzungsweise. Darf man rätseln? Nichts verraten und auch keinen Tipp geben, bitte.
Kristall eines Strahlenemitters. Weil ich will das schon selber ausrätseln. Ja. Aha. Okay, den rechten kriegen wir hoffentlich jetzt. Irgendwie kaputt. Den hier kann ich ja nicht steuern, solange da drum Leute drumherum stehen, ne? Ja, genau. Oh, wenn ich jetzt gleich eine falsche Antwort bei Holmes gebe, muss ich den ganzen Quatsch normal machen. Aha. Na, vielleicht komme ich an dem vorbei, mal sehen. Nein, das ist leider der falsche. An den komme ich ja nicht ran. Verdammte Kiste. Hat der da jetzt zwei Leuchten? Sieht so aus, oder? Mal sehen. Das ist echt ein quasi ein Irrgarten hier gerade. Das werde ich niemals reproduzieren können. Do these people deserve such suffering? They are just tools. Their existence is meaningless unless put to use. Oh, all-seeing master. Oh, grand god beneath. How he has blessed them with purpose. You use them for cruelty. I've seen a man eat his own flesh just to hear the whispers of lizards. I've seen a mother behead her newborn that she might travel to another world. Galaxies swallow each other whole. Light folds in on itself until nothing remains. You know not cruelty, Mr. Holmes. Cruelty is for such knowledge to be beyond the reach of so many. This is hubris, delusion. You are Icarus flying too close to the sun. No, no. You misinterpret the legend, Holmes. Icarus flew. He reached heights no man had ever reached. One must imagine Icarus happy. He burned. Rochester plummeted to his death. And were you to ask him of his choice, he would have not a single regret. Every step I took was necessary. Every drop of blood a blessing. Every death predestined. Surely you understand. It was for knowledge, the only thing worth living for. Why must you remain so blind? Be honest. What is it you fear? Das hier, würde ich sagen, er soll dem Typen gegenüber ehrlich sein, damit er nicht, damit er im Gespräch bleibt. I'm afraid that it will cost me my sanity, much as it has cost you yours. There is no such thing as sanity. There is only the world as it is, and one's willingness to accept it.
Okay, jetzt müssen wir die andere, das andere da anleuchten. Na, warte. Es sind immer noch zwei. A. Nee, nicht A. Doch nicht A. Hab gelogen. Kein A. Kann ich den jetzt hier irgendwie anleuchten? Ach, der muss nur aus dem Weg geschoben werden. Das ist es wahrscheinlich. Ja. Richtig. Ja, schon, aber... Das ist nicht alles. Okay. Wahrscheinlich von da hinten. Mal sehen. Mal sehen. From below that the world shall end. There is only nothingness, only chaos and torture and endless time, stretching its wings, baring its teeth. It's preposterous, it's nonsense. It's... You've drugged me. The fumes in the temple, narcotics, a bad reaction. Or you're one of my cross agents. Yes. Yes, this has the stink of my brother all over it. No, 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 wait. Of course. I am dreaming in the asylum, in Black Edelweiss, tied to a chair. You are standing right here, Holmes, as you always do. You said that before. You said we had met, but I've never seen you before in my life. The cycle repeats. Old becomes new, and we remain pawns in the hands of a god. Submit! Submit to your inconsequence! It is unthinkable. It is undeniable. I cannot. When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Now, Holmes, now is the moment. You know it in your heart. Say it. Say it! Ich muss ihn bei der Stange halten. It's real. All of it, it's real. Wir haben noch, glaube ich, eine Linse, die wir zerstören müssen. Nicht wahr? Mal sehen. Und Holmes muss sich natürlich seinen Ängsten stellen, ne? Die letzte. Hier. Und es steht keiner mehr davor. Es steht keiner mehr davor. Ich muss bloß eine zweite Lampe drauf ausrichten.
Das geht nicht. Die kann ich wahrscheinlich, die reicht nicht, ne? Aber vielleicht mit Umweg. Nein. Aber vielleicht... Ja? Nein. Direkt? Nein. Aber... Okay. Wir haben ja noch einen Spiegel. Maybe your God is unstoppable, but you are merely a man, and I know how to stop you. What do you mean? What have you done? I have made a friend. Yeah! No! Curse you! Oh, great one, forgive me! It is over, Rochester. I thought this time would be different. But the gods laugh at man's arrogance. Sherlock, come back down! The wave! Oh. Come with us! Turn yourself in, save yourself! The Abyss calls for me, Mr. Holmes, as it does for you. The final problem approaches, and you too shall fall. Sherlock, please! Rochester, don't! Such heights we reach! No! God! Sherlock, we must get inside! I have to see it, John. I have to know. Errungenschaft für Tagen. Oh, er sieht nicht mehr so wahnsinnig aus. Apologies, did I rouse you? I could relocate to the study, but I wanted to be at hand should you need me. No, no, no. The sound of your keys, it is my tether back to the waking world. I find writing of our adventure helps me too. Perhaps at some point you could read it and tell me if it accords with your memory. There are moments in our journey that only you were privy to. Your encounter with Gygax, your visions with Light of the Abyss, your confrontation with Rochester. No. Pardon me? Do not publish it. It would be professional suicide. You would be a laughingstock, a fabulist, concocting penny dreadfuls for the unwashed masses. And I... Well, I would no longer attract a distinguished clientele, but madmen convinced I could connect them to their... deceased relatives, or help them capture a fairy. Ah, it doesn't seem to get any better, does it? When I close my eyes, John, I am falling. Falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. What I would give for a dreamless night. It's going to be all right, Sherlock. What is that? It will help you rest. No, 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 not that. No, no. I say, Watson, would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least. Lucky.
Er veröffentlicht es doch nicht, hm? Oh, sondern eher die Geschichten normalen Kriminellen, ja? Wie interessant. Wie interessant der Sherlock Holmes dargestellt wird. Und Watson auch. Also dieses Gespannen. Aber Hauptsache ist natürlich, der Star ist natürlich Holmes. Wie interessant der dargestellt wird. Wie zerrissen. Hm? Tja, wir haben die Welt womöglich gerettet in dem Spiel hier. Vielleicht für den Preis des eigenen inneren Friedens. Würde es als eine Art Sonderangebot sehen. Hm. War ein sehr cooles Spiel. Zeitlich passt es jetzt auch gerade sehr gut. Das war richtig gut. Wenn das nächste Sherlock Holmes Spiel, ich würde wetten, dass es noch welche gibt. Und ich würde es auch echt gerne in diesem Stil haben. Also nicht unbedingt in Lovecraft-Stil, aber in diesem mit dem jungen Holmes, ne? Und diesem Watson. Das passt super. Sehr gut. Ja, brauchen wir natürlich ein neues Adventure, ne? Coole Musik außerdem. Ja. Okay. Ein interessantes Ende. Also der eigentliche Fall abgeschlossen, aber was aus Holmes wird und Watson, noch nicht so ganz klar. Aber es spielt ja alles so ein bisschen in der Frühgeschichte von Holmes. Ne? Also als er noch recht jung ist. Heißt, eigentlich spielt das alles vor den bekannten Abenteuern und bekannten Fällen von Holmes. Gleich wieder da. Nämlich jetzt. Ich wollte eigentlich nur mal was holen hier, was ich vorhin angedeutet habe. Hier tatsächlich altes Sherlock Holmes Buch, was ich habe, was ich noch nie gelesen habe. Ein paar Fälle kennt man natürlich, ne? Ich glaube nicht, dass das aus einem der Bücher ist, ehrlich gesagt, sondern dass das
für das Spiel erfunden wurde, diese Geschichte. Ne? Das ist hier so ein altes Buch, dem man das Alter anriecht. Ne? Hier. Total cool, so mit so ganz alten, kann man nicht so gut sehen hier. So, die Kamera macht's weg, tut mir leid. So ganz alten Zeichnungen und so. Voll gut. Jetzt sollte ich mal wieder einfach mal ein Buch lesen. Also wirklich lesen und nicht vorlesen lassen. Im Sinne von Hörbüchern. Sir Arthur Conan Doyle, 17 Detektivgeschichten. Von wann ist das? Oh, das ist viel jünger als ich dachte. 82. 82, hätte es viel älter gehalten. Also ich habe tatsächlich ein paar ganz alte, recht alte Bücher. Um ungefähr 1900. Zwei, drei Stück. Die sind leider nicht in gutem Zustand. Einmal Gullivers Reisen und einmal Märchen aus Tausend einer Nacht. Ja, hier ist der Holmes ganz anders dargestellt in den Zeichnungen. Schon dieser, sag mal, eher mittelalte und ziemlich selbstsichere Typ irgendwie, ne? 17 Detektivgeschichten. Fängt an mit das gefleckte Band. Wenn das nicht so viel vorzulesen wäre, könnte man auch mal ein Vorlesen machen. Ja, also, altes Sherlock Holmes Buch. Das sind wahrscheinlich die bekanntesten Fälle drin, würde ich fast vermuten. Einer der bekannten Fälle ist ja der. Jetzt komme ich noch nicht mehr auf den Namen. Der Hund von Baskerville oder was? Ehrlich gesagt. Der griechische Dolmetscher, nie gehört. Das Abenteuer mit dem zweiten Blutfleck. Danke der unser Studio in diesen dunklen Zeiten unterstützt hat. Ja. Und? Passiert noch irgendwas oder kommen wir ins Menü zurück? Na? Ins Menü zurück. Ja. Aber das war wirklich gut. Das war wirklich geil. Gucken wir mal ganz kurz. Oder ich guck mal ganz kurz. Ich habe 22 von 28 Errungenschaften. Letzte ist für Tagen. Sorge für einen Abbruch des Rituals. Bücherwurm. Ich guck mal ganz kurz, welche mir fehlen. Ach, wahrscheinlich auch so Sachen, wo man quasi verliert bei hier. Ne? Zum Beispiel Gefahr der Neugierde. Wecke das Böse aus seinem Schlummer. Ne? Und eine Errungenschaft habe ich quasi mehr oder minder absichtlich oder durch eigene Entscheidung verpasst. Fragwürdiger Lesestoff. Leihe Mr. Barnes das Buch. Da gab es eine Entscheidung, ihm das Buch zu leihen oder eben nicht. Und ich habe es eben nicht gemacht, ne? Ja. Naja, okay. Ja, war ein klasse Spiel. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Soll für heute reichen. Ne? Zack. Ich stoppe die Aufnahme. Bis dann, YouTube.